In Hamburg, am Strand der Elbe, treffen wir uns mit Oliver Rieck. Oliver war über viele Jahre mit der rechtsradikalen Szene verbunden. Inzwischen ist er ausgestiegen. Als Jugendlicher beschäftigte er sich intensiv mit der deutschen Geschichte. Allerdings auf eine einseitige und, wie er selbst sagt, verklärte Art und Weise. Und haben ihre Tradition seit 1848. Über einen Freund bekommt er Kontakt zu der Burschenschaft Germania. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das die gefährlichste Burschenschaft in Hamburg gewesen ist oder überhaupt eine der gefährlichsten rechtsradikalen Verbindungen in Hamburg, die an sich enge Verbindungen auch zur NPD damals hatte. Okay. Da kamen dann auch die Kontakte zur NPD oder zu Personen aus der NPD. Und da wurde dann auch der Antisemitismus geschärft.